So Leute, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Tourniquet-Serie. Und heute will ich mich mal damit beschäftigen, wie man das Tourniquet denn am besten vorbereitet und aufbewahrt. Wenn das Ding frisch kommt, dann sieht das so aus. Dann kommt das in dieser Verpackung. Das ist jetzt ein Cat 7. Das Cat 7 ist mit eines der gängigsten Tourniquets, vielleicht sogar das gängigste Tourniquet, das man so antreffen wird. Und wie ihr schon seht, kommt das nochmal schön in Plastik verpackt. Was ihr nicht wollt, ist, dass ihr im Einsatz, wenn ihr das Ding dann dringend braucht, weil ihr eine kritische Blutung habt, die ihr behandeln müsst, wenn ihr dann anfangen müsst, hier am Plastik rumzuwummeln. Ja? Das heißt, das Ding kommt als erstes mal aus dem Plastik raus und dann sieht es ungefähr so aus. Hier sind schon ein paar Sachen, die gut sind, und zwar gehe ich da gleich mal drauf ein. Erstens, dieser Knebel, ja, der ist hier unter einen dieser Haken gesteckt. Ja, so ist er aus dem Weg und kann sich auch nirgends verfangen. Das zweite ist dieses weiße Zettelchen hier. Ja, da steht Time drauf. Das ist das, wo man nachher die Anlegezeit des Tourniquets eintragen kann. Wie wichtig das ist oder ob man sich das unter Umständen auch schenken kann, ja, da gehe ich in einem anderen Video drauf ein. Was jetzt hier nicht sein darf, ist, dieses Zettelchen darf nicht hier komplett drüber sein. Man könnte ja meinen, das ist praktisch, weil dann bleibt der Knebel schon da, wo er soll und kommt nicht irgendwie raus. Ja, das ist richtig, aber was viel wichtiger ist, ist, hier braucht ihr dann fast feinmotorische Skills, um dieses Bändchen wieder zu lösen. Ja? Und ihr müsst euch immer vorstellen, solche Notfall-Skills müssen auch unter hoher Stressbelastung funktionieren. Und unter hoher Stressbelastung ist das erste oder eines der ersten Dinge, die sich verabschieden, die Feinmotorik. Ja? Außerdem kann es ja immer noch sein, dass ihr zum Beispiel Handschuhe anhabt, dass die Hände nass sind, entweder von Schweiß, von Regen oder von Blut. Ja, und dass dieses Ding hier auch durchgeweicht ist. Kann auch wieder sein, Blut, ja, Tränen oder eben ganz einfach Wasser, ja, weil es regnet zum Beispiel. Dann kann es natürlich auch noch sein, das Ganze passiert im Winter, die Hände sind entsprechend kalt und so weiter. Das ist die gleiche Problematik, die man bei allem hat. Ja? Ob das mit der Schusswaffe ist, mit dem Messer oder eben bei anderen Gerätschaften, die feinmotorische Skills erfordern könnten. Da versucht man immer, sich auf so wenig Feinmotorik zu beschränken wie möglich und so viel grobmotorische Bewegungen und Handgriffe einzusetzen wie möglich. So, wie geht es jetzt aber weiter? Wir schauen uns mal an, wie das Ding hier gefaltet ist. Ja, jetzt ist es hier praktisch Klett auf Klett gefaltet. Kann man aufmachen und dann hat man hier schon eine vorgeformte Schlaufe. Ja, das ist schon mal sehr gut. Das Klett auf Klett, das hier ist dann auch noch verklettet. Ja, hier kann man das auch noch abziehen und dann hat man hier seinen Ring mit dem eingefädelten Band. Soweit sieht das ja alles schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir aber das Problem, wenn man das einhändig an sich selbst anlegen soll, ja, und das ist ja bei einer Armverletzung Selbst- und Kameradenhilfe, erstmal die Selbsthilfe. Da wird nicht Medic gerufen, ja, sondern wird das Tourniquet rausgeholt und dann wird an sich selbst gearbeitet. Wenn möglich, wird der Feuerkampf noch weitergeführt, ja, und dann informiert man mal jemanden, dass man hier vielleicht Unterstützung bräuchte. Beziehungsweise, dass man zumindest verletzt ist, ja, dass der Rest Bescheid weiß. Aber man arbeitet erstmal selbstständig. Dazu ist es natürlich gut, wenn man das Ding auch einhändig entwickeln kann. Und wie das dann genau aussieht, gehe ich bei der Anwendung nochmal drauf ein. Und zwar im Detail. Ja. Was wir uns jetzt einfach nur anschauen oder merken ist, umso verkletteter dieses Band ist, ja, umso schöner aufgeräumt ist es. Ich weiß, das gefällt dann vielen, ja, gerade in der Bundeswehr oder in der Polizei, in Behörden generell, sind auch oft sehr ordnungsliebende Menschen. Und die finden, das ist super, wenn das alles so zusammenklebt, weil dann geht schon nichts auf und es verheddert sich nirgends was und so weiter. Alles richtig. Das Problem ist, es geht halt auch dann nicht schnell auf, wenn man es schnell aufhaben will. Ja, mit zwei Händen ist das kein Problem, aber mit einer Hand dann hier so rumzufummeln und zu hoffen, dass das dann irgendwann dann endlich aufgeht, das ist wirklich überflüssig in einer Hochstresssituation, wenn der Kamerad oder wenn ihr selber gerade am Verbluten seid.
So, deswegen halte ich von dieser Klett auf Klett Geschichte nicht so viel. Was wir uns jetzt dahingehend angucken, ist eine andere Methode. Ja? Und natürlich am Ende könnt ihr das aussuchen, womit ihr am glücklichsten seid. Mir ist nur wichtig, dass ihr wisst, was kann denn alles passieren und warum, was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Dinge. Ne? Ordnung ist ja nicht immer schlecht. So, gucken wir uns jetzt diese Version an. Wow, ich will euch nicht lange unterbrechen, nur ganz kurz was in eigener Sache. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann ist es doch bestimmt so gut, dass es ein Daumen hoch wert ist, oder? Also klickt den kurz an, wenn es euch besonders gut gefallen hat, gerne auch ein Abo dalassen und wenn ihr nichts verpassen wollt, die Bimmel einschalten. Und wenn ihr keine Ahnung habt, wer ich bin und ob ich überhaupt qualifiziert bin, euch hier irgendwas über dieses Thema zu erzählen, schaut doch mal in meine Playlist Söldnergeschichten rein, am besten bei Teil 1 anfangen. Sind mittlerweile über 40 Teile, da erzähle ich meine gesamte Geschichte und die meisten Leute finden die tatsächlich interessant. Also, tut mir einen Gefallen, Daumen hoch, Söldnergeschichten anschauen. Jetzt will ich euch nicht weiter aufhalten, weiter geht's. So, wenn ich die mal nebeneinander lege, sieht man schon sehr gut, das eine ist länger als das andere. Hier, genau, wollte ich ja noch was dazu sagen, zu diesem weißen Bändchen. Dass das weiße Bändchen den Knebel hier praktisch am Herausfallen hindert, ist ja eine feine Sache. Das Problem ist, wenn ich den Knebel jetzt benutzen will, weil ich das Tourniquet angelegt habe, jetzt kriege ich ihn nicht raus. Ja? Jetzt muss ich hier eben möglicherweise feinmotorisch das öffnen, was ein Problem werden könnte. Falls ihr mal zufällig auf so ein Tourniquet stoßt und das hier nicht aufkriegt, dann nehmt den Finger, geht hier in der Mitte unten drunter und zieht es so auf. Ja? Das ist wieder eher eine grobmotorische Handhabung. Man kann sich das Ganze aber sparen, indem man das gleich einfach mit dem Ende hierauf verklebt. Ja? Sodass hier das hier frei ist, der Knebel kann rausgenommen, gedreht und wieder verriegelt werden. Und danach kann ich dann auch nicht hier feinmotorisch, sondern hier hinten, da kann ich den ganzen Finger durchstecken. Dann kann ich das abziehen und am Ende kann ich den Knebel damit sichern. Wenn ich mit der Anwendung fertig bin, dann habe ich ja auch ein bisschen länger Zeit. Ja? Da kommt es dann nicht auf jede Sekunde an. Wenn wir uns jetzt mal diese beiden Varianten nebeneinander anschauen, dann erkennt man schon, das hier ist kürzer als das hier. Wie kann das sein? Das liegt ganz einfach daran, ich schaue mal, ob man das so sehen kann, dass das hier eine Faltung mehr hat als das hier. Ja, das heißt, das ist ein bisschen dicker, das hier ist ein bisschen dünner, dafür ist das hier kürzer und das hier länger. Jetzt kommt es unter Umständen darauf an, was man für eine Aufbewahrungstasche oder Aufbewahrungsmethode hat. Das heißt nicht immer, dass das kürzere, dickere die bessere Methode ist. Meistens ist aber kürzer besser. Lang und dünn, ja, kann in manchen Fällen auch besser sein, zum Beispiel wenn man es flach am Gürtel tragen will, unter Zivilkleidung und es eben nicht auffallen darf. Dann ist dick immer schlechter, zumindest im Sinne vom Auffälligsein, weil es eben dicker aufträgt unter der Kleidung. Am Ende kommt es wie bei allem lang und dünn oder klein und dick auf die Technik an, was man nachher damit macht. Ja? Gut, das hier ist jetzt die Faltung, die ich bevorzuge. Zumindest wenn es außen an Molle rangeht, wo eben die Dicke jetzt nicht so relevant ist. Das sieht folgendermaßen aus. Es ist auch einmal überschlagen, aber ihr seht schon, hier klettet nichts. Warum? Weil es so gefaltet ist, dass die zwei flachen oder glatten Seiten aufeinander liegen. Und auch hier, wo normalerweise das Klett jetzt auf dem Klett liegen würde, tut es das nicht, weil wir das hier so gefaltet haben, dass es wieder mit zwei glatten Seiten sich zwischen die zwei Schlaufenflächen, also die zwei Klettflächen, legt. Dementsprechend ist hier alles offen, ja, und mit einmal aufmachen hat man diese Schlaufe auf jeden Fall schon ganz offen. Hier ist dann auch nicht viel Klett auf Klett und das kann man auch wirklich ganz leicht öffnen. Ja? So, schauen wir mal an, wie man das faltet. Wir fangen mal hier hinten an. Als erstes nimmt man diesen roten, das rote Ende. Jetzt kann man sagen, oh, da kriege ich jetzt nicht ganz auf und wenn ich dann hier, man kann auch manchmal hier umschlaufen müssen unter Umständen, dann bekommt man das so nicht durch. Da muss man das öffnen. Jetzt kann man ja sagen, oh, das ist doch wieder feinmotorisch, das kriegt doch keiner auf. Ja, wenn man nicht weiß, wie. Das kann man aber einfach hier von oben und unten so festhalten und dann
Einfach drehen und schon geht's auf und dann ist es auf. Ja? Also da braucht man keine Grobmotorik für, da braucht man keine Feinmotorik für. Das geht immer. Okay? Das ist das Erste, was wir umknicken. Hier ist ein dickerer Bereich, den werdet ihr spüren. Ansonsten macht ihr es ungefähr so einen Daumen breit hinter dem Roten. Ja? So, jetzt müsst ihr mal gucken, wie groß eure Hände sind. Bei mir ist es praktisch genau eine Hand. Ja? Hier kommt der Knick. Hier falte ich das übereinander. So, diese Breite, eine Hand breit. Dann nehme ich die Schnalle und lege die Schnalle jetzt nicht in Richtung des Endes, sondern so, dass es vom Ende weggeht. Ja, so. Und ziehe hier praktisch bis kurz vors Ende. So. Den Rest hier lege ich jetzt aufeinander und falte ihn praktisch in der Mitte. Aber bevor ich das jetzt rüber falte, falte ich diese Seite. Moment. Diese Seite hier rüber. Ja? Hier nehme ich dann den Rest, der doppelt gefaltet ist, falte ihn hier rüber. Fertig. Ja? So, und das kommt dann in den Tourniquet-Halter. Ja? Da bitte auch aufpassen. Schaut, dass das Tourniquet vernünftig gelagert ist. Nicht einfach irgendwo lose im Rucksack oder sonst irgendwo. Ja? In den Klett, da kommt relativ leicht Sand rein, dann klettet da gar nichts mehr. Ja? Genauso wahrscheinlich Sägespäne oder Erde, was auch immer. Ja? Wenn ihr viel draußen unterwegs seid, der Dreck findet immer einen Weg und Klett ist eben nun mal ein bisschen schmutzanfällig. Was man machen kann ist, zum Beispiel hier, das ist jetzt eine von Black Trident, eine Tourniquet-Halter-Tasche oder ein Tourniquet-Halter, ist nichts anderes als hier ein elastisches Band zusammengenäht und oben einmal Flausch, einmal Klett, sodass man das schön an irgendwelche Flausch-Klett-Verschlüsse ranmachen kann. Und hier unten ist sogar noch ein kleiner Platz für entweder einen Stift, damit man seine Anlegezeit draufschreiben kann, oder wer es kann und meint, er braucht das an der Stelle, eine Nadel für die Brustkorbentlüftung, ja, im Fall eines Pneumothorax oder Druckpneumothorax. Das Ding kommt dann ganz einfach hier rein. So. Und da seht ihr auch schon, dass der Knebel, der schlabbert hier nirgends rum. Ja, das heißt, man braucht den gar nicht sichern, wenn man eine vernünftige Tasche hat. Und so gut wie alles von diesem Klettband ist überdeckt. Ja, da kommt auch kein Dreck ran. Ja, das kann man schön tragen. Da gibt es auch eine andere Version, dass man es ans Molle ranmachen kann. Aber Tourniquet-Tragetaschen gibt es relativ viele. Ja? Schaut einfach, dass ihr auch schnell, grobmotorisch und auch ohne Sicht an euer Tourniquet rankommt und das zum Einsatz bringen könnt. Das ist das Wichtigste dabei. Ja? Was genau ihr für eine Tasche habt und ob die Multicam ist oder nicht, ja, das ist völlig wurscht. Okay, es ist nicht völlig wurscht, ja, weil wir vergessen nicht, Regel Nummer 1 bei Special Operations ist, always look cool. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Wir sehen uns beim nächsten Video.